Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden jetzt gemeinsam das Knetset aus der Art and Fun Serie von Simba ausprobieren. Ich nenne die jetzt mal Eismaschine, weil sie mich sehr an die Play-Doh Riesen Soft Eismaschine erinnert. Und fangen wir doch gleich an. Ich nehme jetzt die gelbe Knete. Bislang habe ich, glaube ich, noch nie mit Simba-Knete gearbeitet. Was mir auffällt, ist, dass die relativ zäh ist. Also auch eher von der Sorte vorher warm kneten, bevor man sie verwendet. Und vom Geruch riecht sie eigentlich sehr, sehr doll wie Play-Doh Plus Knete. Also sie hat so ein Vanillearoma, so ein bisschen wie Keksteig oder so. Diese gelbe Knete fülle ich dann hier oben rein. So, und dann entscheide ich mal mich für einen dieser Aufsätze. Ich nehme jetzt das hier. So, dann noch einen Eisbecher. Den kann man hier unten einsetzen. So. Mir ist gerade aufgefallen, dass jede Menge Knete an den Seiten daneben gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt unser Spaghetti-Eis. Ich würde jetzt einfach noch mehr Knete hier oben einfüllen. Und nochmal weiter drücken. Und fertig ist unser Spaghetti-Eis. Aber da fehlen natürlich noch ein paar Verzierungen. Ich würde jetzt gerne noch eine Eiswaffel machen zu unserem Eis und deshalb mische ich mir jetzt mal braune Knete zusammen. Das mache ich aus einerseits gelb und blau, das ergibt dann grün. Und da mische ich dann nochmal rot dazu, also experimentiere jetzt hier ein bisschen. Hier haben wir schon mal die blaue Knete, davon nehme ich jetzt ein bisschen weniger. Dazu dann die gelbe Knete und mischt das beides gut durch. Hier haben wir jetzt unsere grüne Knete und dazu mischen wir jetzt die rote, sodass es dann braun ergibt. Hier haben wir jetzt unsere braune Knete, auch wenn die einen relativ hohen Rotanteil hat, geht so ein bisschen mehr in das Weinrote, finde ich. Aber daraus mache ich jetzt mal unsere Waffel. Jetzt haben wir eine Seite und die beiden Waffelteile setze ich jetzt einfach zusammen. Sieht irgendwie ein bisschen mehr aus wie Schokolade als wie eine Waffel, finde ich. Nichtsdestotrotz kommt die jetzt in unser Eis. So. Und ich finde, da könnte noch ein bisschen mehr Garnierung dazu. Und deshalb mache ich jetzt mit roter Knete hier noch ein Stück Wassermelone und dann noch ein paar Streusel. Und fertig ist unser erster Eisbecher. Wir haben jetzt Zitronen-Spaghetti-Eis mit Streuseln oder Blaubeeren, Wassermelone und einer Waffel. Guten Appetit! Dann machen wir doch gleich noch einen Eisbecher. Dazu nehme ich jetzt hier diesen C-Aufsatz, den spanne ich hier ein, entscheide mich für diesen Eisbecher oder diese Eiswaffel hier und nehme dann weiße Knete und die setze ich dann oben in unsere Eismaschine rein. Jetzt das Eis herauspressen, dann füllen wir gleich noch mehr weiße Knete ein. Fast ist unser zweiter Eisbecher fertig, da fehlt natürlich noch die Deko. Auf unseren zweiten Eisbecher machen wir jetzt Erdbeeren. Ich finde, die schmecken richtig super im Sommer zu Eis und deshalb mache ich jetzt ein paar Erdbeeren. Abschließend machen wir jetzt noch eine Waffel mit unserer braunen Knete. Und fertig ist unser Erdbeersahne-Eis. Abgesehen von dem Eis können wir mit unserem Knetset jetzt auch noch gefüllte Kekse machen. Dazu nehme ich wieder die braune Knete und
drücke sie in das Förmchen. Das Ganze mache ich zweimal, weil wir ja eine Ober- und Unterseite haben. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Füllung. Und das wird bei mir eine Blaubeersahnefüllung. Deshalb nehme ich jetzt einfach blaue und weiße Knete und vermische diese. Und fertig ist unser Keks. Das war's jetzt von mir zu dem Art & Fun Eismaschinen-Knetset von Simba. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!